Hast du gerade zufällig im Squid Game gewonnen und hast dich gegen 455 Konkurrenten durchgesetzt und fragst dich jetzt, ob du dieses Geld versteuern müsstest? Wenn ja, dann schau dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du im Squid Game gewonnen hast, dann hast du jetzt einen richtig hohen Kontostand. Insgesamt ging es um 45,6 Milliarden südkoreanische Won. Das ist eine Menge Geld, in Euro sind das übrigens ungefähr 34 Millionen Euro. Und die große Frage, die du dir jetzt stellen solltest, die du dir vielleicht immer stellen solltest, wenn du plötzlich ganz viel Geld bekommst, musst du darauf eigentlich Steuern zahlen? Und das Ganze ist eine ziemlich interessante Frage, denn nicht jedes Geld, was du irgendwie bekommst, musst du auch einkommensteuerlich versteuern. Denn wenn du zum Beispiel Geld geschenkt bekommst, dann ist das einkommensteuerlich steuerfrei. Ja, vielleicht fällt Schenkungssteuer an, aber Einkommensteuer fällt nicht an. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Lottogewinne. Alle Gewinne, die rein auf Glück basieren, sind in Deutschland steuerfrei. Das heißt, wenn du Lotto gewinnst, musst du auf diesen Lottogewinn keine Steuern zahlen. Aber die Abgrenzung ist manchmal gar nicht so einfach, denn wenn du irgendwas machst, wo es um Geschicklichkeit und Taktik oder irgendein Verhalten geht, dann geht das Finanzamt hin und sagt relativ häufig, naja, da ging es ja nicht nur um Glück, sondern auch um eine gewisse Strategie und dann wird das immer steuerpflichtig, dieses Einkommen. Die große Frage ist, wie ist es beim Squid Game? Schauen wir uns doch einfach mal ein paar Möglichkeiten an, wie du Geld gewinnen könntest. Das einfachste Beispiel auf der einen Seite sind Lottogewinne. Bei Lottogewinnen geht es wirklich ausschließlich um Glück. Du kannst die Gewinnchance nicht dadurch beeinflussen, indem du das Kreuz möglichst kreativ machst. Du musst einfach 6 Zahlen auswählen aus 49 und wenn du alle richtig rätst, dann gewinnst du Geld. Und da geht es wirklich rein um Glück und sobald es da rein um Glück geht, also bei Lotto, sind die Gewinne von der Steuer befreit. Also du musst keine Einkommensteuer darauf zahlen. Schwieriger wird es bei Dingen, die du durch Taktik, Technik, Strategie irgendwie beeinflussen kannst. Zum Beispiel Poker. Poker ist auch ein Glücksspiel irgendwie, aber du kannst deine Gewinnchance durchaus erhöhen oder ja, reduzieren, indem du zum Beispiel gut bluffen kannst oder eine gewisse Strategie verfolgst oder deine Gewinnwahrscheinlichkeiten pro Blatt berechnest. Da kannst du deine Gewinnchance durchaus durch strategisches Vorgehen beeinflussen. Und dadurch ist es kein reines Glücksspiel mehr und dadurch sagt das Finanzamt auch relativ häufig, okay, da wird es steuerpflichtig, weil da geht es auch um Skills und Können und nicht mehr um reines Glück. Das Gleiche gilt auch bei zum Beispiel Online-Casinos oder Spielotheken. Wenn du damit in der Strategie vorgehst und das regelmäßig spielst mit einem System, um dann zu gewinnen, dann sorgt das dafür, dass diese Gewinne dann auch steuerpflichtig werden. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn diese Tätigkeiten eingebettet sind in zum Beispiel einer selbstständigen Tätigkeit. Wenn ich zum Beispiel auf Twitch oder woanders Streams mache, wie ich im Online-Casino spiele und darüber verdiene, dass ich Leute quasi an dieses Online-Casino vermittle und ich gewinne dann im Stream etwas, dann ist das auch ganz eindeutig steuerpflichtig, weil das ja im Rahmen meiner betrieblichen Tätigkeit erwirtschaftet wird. Eine relativ eindeutige Meinung hat das Finanzamt übrigens auch bei Fernsehformaten. Wenn du an Fernsehformaten mitwirkst, bei denen du viel Geld verdienen kannst, zum Beispiel Dschungelcamp, Big Brother oder aber auch Wer wird Millionär oder alle anderen weiteren Gameshows, da geht das Finanzamt hin und sagt, okay, das ist kein reines Glücksspiel. Da kannst du durch bestimmte Strategien, Techniken, Taktiken, Verhaltensweisen deine Gewinnchance definitiv erhöhen. Darum geht's ja. Und die ganze Produktion geht auch über mehrere Tage. Das heißt, deine Leistung ist sehr viel umfangreicher. Und ganz am Ende geht's auch um eine Fernsehproduktion. Das heißt, ganz am Ende geht's darum, eine Entertainment-Show zu kreieren, zu erschaffen, um den Fernsehzuschauer vor dem Fernseher zu unterhalten und du bist Teilnehmer an dieser Fernsehproduktion. Nur weil vielleicht du als Gewinner Geld bekommst und alle anderen nicht, bedeutet das nicht, dass das steuerfrei ist. Bei solchen Formaten musst du in der Regel Einkommensteuer zahlen auf den Gewinn. Übrigens muss der Gewinn von so einer Gameshow dir auch gar nicht in Geld zufließen. Auch wenn dein Vermögen anderweitig wächst irgendwie durch diese Show, dann musst du darauf Steuern zahlen. Vielleicht kennt der ein oder andere ja das Format Zuhause im Glück oder so ein anderes Renovierungsformat. Grob funktioniert es immer so, du wohnst in einer relativ renovierungsbedürftigen Unterkunft oder Haus, dann kommt das Fernsehteam, renoviert alles, baut alles um, macht alles schön und am Ende kommst du zurück und freust dich darüber, wie schön es jetzt plötzlich zu Hause ist. Im Laufe dieser Sendung steigt dein Zuhause ja im Wert. Gehen wir mal davon aus, dass dein Haus am Anfang 100.000 Euro Wert hatte und am Ende dieser Sendung 200.000 Euro an Wert hat. Das heißt, dein Vermögen hat sich um 100.000 Euro gesteigert. Auch in solchen Fällen geht das Finanzamt tatsächlich hin und sagt, naja, 100.000 Euro Wertsteigerung, du hattest jetzt ja einen Gewinn durch die Teilnahme an diesem Format von 100.000 Euro und wir wollen bitte eine Steuer auf diese 100.000 Euro haben. Gerade in diesen Fällen ist es natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil es gibt ja einen Grund, warum du es vorher nicht schon renoviert hast, weil du meistens irgendwie in Geldnot bist. Das ist relativ problematisch und ist übrigens auch, by the way, der Grund, warum diese Formate in der Regel gerade aktuell nicht mehr gedreht werden. Das heißt, wenn du im Fernsehen teilnimmst, immer aufpassen, in der Regel sind diese Gewinne steuerpflichtig.
Mit diesem ganzen Hintergrundwissen ist es relativ eindeutig und relativ einfach einzuschätzen, ob ein Gewinn aus dem Squid Game in Deutschland steuerpflichtig wäre. Wenn du gewonnen hast, dann hast du gewonnen, weil du strategisch vorgegangen bist, weil du vielleicht Kooperation mit den richtigen Leuten gemacht hast und dich auch generell smart angestellt hast. Das heißt, es ist kein reines Glücksspiel. Und dadurch ist es eher so zu bewerten wie eine Fernseh-Game-Show. Okay, Squid Game wurde nicht im Fernsehen ausgetragen, aber es wurde auch zur Unterhaltung produziert. Und dadurch ist dieser Gewinn definitiv steuerpflichtig. Der Gewinn in Deutschland in Euro wären 34 Millionen Euro. Bei 34 Millionen Euro bist du definitiv im Bereich des Spitzensteuersatzes, der in Deutschland bei 45% liegt. Dazu würde dann noch der Solidaritätszuschlag kommen und gegebenenfalls Kirchensteuer. Das heißt, du kannst auf jeden Fall mindestens 15 Millionen Euro an Steuerzahlung in dem Jahr rechnen, in dem du diesen Gewinn hattest. Deswegen zum Abschluss unbedingt mein Appell, wenn du im Squid Game gewinnen solltest, leg dir unbedingt das Geld für die Steuer zur Seite, sonst bist du quasi automatisch schon dazu verpflichtet, auch an Staffel 2 mitzumachen. Ich hoffe, dieses ganze Video hat dir ein bisschen mehr Klarheit über die ganze Thematik gegeben. Es wäre doch irgendwie relativ schade, wenn du von 456 Teilnehmern der einzige Überlebende bist und anschließend killt dich das Finanzamt mit der Steuerzahlung. Wenn du jetzt sagst, Mensch, steuerlich habe ich doch noch ein bisschen Nachholbedarf, dann solltest du unbedingt unseren Kanal abonnieren. Das kannst du einmal hier machen oder schau dir unsere weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Mit diesem Wissen ist die Beurteilung des Gewinns aus dem Squid Game.